Armut in Deutschland ist kein Tabu mehr, sie ist allgegenwärtig. Im Osten Deutschlands gilt fast jeder Fünfte als arm, im Westen sind es etwa 13%. Betroffen sind Alte, Alleinstehende und auch immer mehr Kinder. Dazu unsere heutige Wahlfrage. Was muss der Staat tun, damit die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinandergeht? Im Wesentlichen schafft Arbeit Geld für die Menschen. Und deshalb ist die wachstumsorientierte Politik, die Arbeitsplätze schafft, die beste Sozialpolitik. Deutschlands Stärke in den vergangenen Jahrzehnten war durch Wirtschaftswachstum und Bildungswachstum eine starke Mittelschicht herauszubilden. Und das ist auch die Aufgabe für die Zukunft, durch Investitionen in zukunftsfähige Arbeitsplätze und durch Investitionen in Bildung, die Mittelschicht in Deutschland stark zu halten. Das ist der beste Weg für eine ausgeglichene soziale Gesellschaft. Wir müssen dafür sorgen, dass alle von Anfang an gleiche Lebenschancen haben, bei Bildung, bei Gesundheit und vor allen Dingen die Chance haben, in ordentliche Arbeit zu kommen, damit man selbstbestimmt leben kann. Das ist der beste Schutz vor neuer Armut. Das schafft gleiche Teilhabe für alle. In der Vergangenheit haben sich die Regierungen viel zu sehr mit den Rändern beschäftigt, mit Heuschrecken auf der einen Seite und Prekariaten auf der anderen. Das ist alles wichtig. Aber die ganz normale Mitte, die ganz normalen Menschen in der Gesellschaft sind außer Acht gelassen worden. Wir wollen die Mitte wieder stärken, weil die Mittelschicht die Klammer unserer Gesellschaft ist. Und deswegen fordern wir unter anderem eine echte Steuerstrukturreform, die es den Menschen in der Mitte der Gesellschaft auch ermöglicht, dass sich ihre Arbeit wieder lohnt. Eine der zentralen Fragen: Wir brauchen eine andere Finanzpolitik, eine andere Steuerpolitik und wir müssen dafür sorgen, dass die Schwächeren in unserer Gesellschaft, dass denen auch geholfen wird. Deswegen brauchen wir sichere Sozialkassen, ganz wichtig die Rentenversicherung, ganz wichtig die Arbeitslosenversicherung, auch die Gesundheitsversicherung, die Krankenversicherung. Also heißt eine Reform bei Steuern und das Festmachen der Sozialsysteme. Kinder sind besonders von Armut betroffen, Familien mit Kindern. Hier muss mit Geld endlich dagegen gesteuert werden. Hier helfen wohlfeile Worte nichts. Wir brauchen zweitens kostenlose Bildung für alle. Bildung darf keine Frage des Geldbeutels werden. Das droht uns aber gegenwärtig, wenn sich die falsche Bildungspolitik der CDU und der FDP fortsetzt. Und wir treten dafür ein, niedrige Einkommen von Abgaben auf die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge zu entlasten.